Und willkommen bei mir zurück auf dem Kanal des Gamern. So, heute eine weitere Folge Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Das Duell, das Millenniums Duell. Das ist heute das nächste Kapitel hier in der Reihe. Und damit starten wir auch direkt rein. In FN8 begleitet uns auch immer wieder. Endlich war es soweit. Als Champion des Turniers im Königreich der Duellanten hat Yugi das Recht erworben, sich Maximilian Pegasus zu stellen. Versprich mir, dass du die Seelen meines Großvaters und all der anderen befreist. Ja, aber wenn ich stattdessen dich besiege, musst du auch deinen Teil der Abmachung erfüllen. Sieh dir die Karte, die du in der Hand hältst, genau an, Yugi-Line. Es gibt einen Grund, warum sie leer ist. Denn wenn ich gewinne, bekomme ich deine Seele für immer. Du hast viel zu gewinnen, aber du riskierst auch viel. Ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen, um die Seele meines Großvaters und der anderen zu befreien. Aber ich habe nicht vor zu verlieren. Ich enttäusche dich ungern, Pegasus, aber ich habe nicht die Absicht, jemals ein Teil deiner Seelenkartensammlung zu werden. Schon sind wir hier im Duell. Yugi gegen Maximilian Pegasus. Und Thun Zwillinge hat er direkt gerufen. Sehr stark. Aber wir gehen erstmal in die Defensive rüber. Und damit müssen wir auch erstmal so leben. Yugi und Maximilian Pegasus, das ist eigentlich ein relativ gutes Duell gewesen im ersten Kapitel bei Yu-Gi-Oh! Also Yu-Gi-Oh! Classic natürlich. Bloß manche Situationen habe ich da halt auch nie so richtig verstanden, aber wir müssen natürlich auch was machen. Damit rufen wir den herbeigerufenen Totenkopf direkt in den Eingriffsmodus. Aktivieren Monster-Reanimation, aber hier ist es Wiedergeburt. Rufen ihn wieder in Verteidigungsmodus. Dann haben wir zwei Monster wieder, was es jetzt in die Hose geht. Aber wir greifen ihn direkt an. Maximilian Pegasus verliert die nächsten wichtigsten Lebenspunkte. Und wir haben uns mal einmal abgesichert. Die aktivieren wir auch direkt, dann kann er sich von seiner Falle dann nicht mehr verabschieden. Oh, Zauberkarte, Monster-Animation. Auch nicht schlecht. Nice. Dann machen wir Gehirnkontrolle. Übernehmen deine Thun-Zwillinge. Ich glaube, ohne Thun können die gar nicht angreifen. War das so, oder? Egal, wir probieren es. Und dann gehen wir einmal auf den großen Totkopf. Und das sind die nächsten wichtigen Lebenspunkte für Maximilian Pegasus. Und jetzt hat er auch seine Dings wieder bekommen. Oh nein, ich war rhetorisch Licht, sagt er. Nein, du es nicht. Und da hat sich seine Gericht nicht weiter auch schon verabschiedet. Was machen wir denn? Wir rufen ihn. Silberkrank rufen wir halt nicht. Der ist schwach. Ja, und dann würde ich einmal mit dem hergebeigerufenen Totenkopf, wenn wir da drauf gehen. Und einmal auf seine Thun-Zwillinge. Damit hat er schon kein Monster mehr und er muss in der Verteidigung bleiben. Gucken, was macht er jetzt? Ein Inhaltsverzeichnis. Ruf mal ein Inhaltsverzeichnis. Okay. Nice. Gut. Okay. Ich weiß es nicht so direkt, aber seine Tumult verabschiedet sich direkt. Wir haben Kartenglück, keine Karte ist auf unserer Seite.
Und damit greifen wir einmal mit dem Geball auf den Totenkopf an. Und natürlich jetzt mit ihm. Hast du mir den Pegasus? Hat nichts mehr. Zur Gegenwehr. 500 Lebenspunkte schützen ihn noch. Diese Karte wird ihn auch nicht mehr schützen. Das ist schon mal sehr wichtig hier. Und. Ah, dann würde ich sagen, gehen wir auf Nummer sicher. Rufen wir Gaia. Gaia. Sony Garita, um genau zu sein. Machen wir den Mergeball rufen den Totenkopf an. Oder einmal mit Gaia den Sonnigen Ritter. Und damit ist es dieses Duell auch vorbei gegen Maximilian Pegasus. Wir gewinnen. Yuki. Pegasus, du bist besiegt. Wir haben gewonnen. Das ist das. Das ist doch nicht möglich. Mein Auge, meine Magie, alles hat mich im Stich gelassen. Ich habe verloren. Das Duell macht Yugi klar, dass der Geist im Lebenspuzzle sein Freund war. Yugi lernte, dass sie alles erreichen könnten, wenn sie zusammenarbeiten. Geist des Millennium-Puzzle. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Es war dein Mut und die Liebe deiner Freunde zu dir, die heute die Oberhand behalten haben. Und deine Entschlossenheit. Wir alle haben es geschafft, zusammen. So. Das stimmt, als Freunde. Und letztlich ist es das, worauf es ankommt. Freunde, die füreinander da sind. Er hat gewonnen. Gut gemacht. Ja, wir alle haben gewonnen. Danke, Leute. Yugi rettet die Seelen seines Großvaters von den Seto, von Seto und von Mokuba. Es lauerte jedoch eine weitere Gefahr im Schatten. Sein Freund Bakura, der noch immer vom bösen Geist des Millenniumsring besessen war, hatte eigene Pläne. Obwohl Yugi dachte, seine Probleme wären vorbei, sollte es daher bald viel schlimmer kommen. Nun, da Pegasus durch sein Duell mit Yugi geschwächt ist, bietet sich mir die Chance, auf die ich gewartet habe. Endlich ist die Zeit für mich gekommen, den Millenniumsgegenstand von Pegasus in meine Sammlung aufzunehmen. Hehehehe. Und damit war es auch schon wieder bei Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Das nächste Kapitel in der nächsten Folge heißt Der geheimnisvolle Duelland. Natürlich wissen wir alle, wer es ist. Sieht aus wie Benediktiv, könnte Benediktiv sein. Aber damit würde ich mich direkt heute verabschieden. Lasst ein Like da. Lasst ein kostenloses Abo da. Es würde mir helfen, auf die 1000 Abonnenten zu kommen. Danke für die Unterstützung, die ich bis jetzt von euch hatte. Und schreibt in die Kommentare für den Algorithmus auf YouTube. Und ich beantworte sie auch, sobald ich halt kann. Zeitbedingt muss da immer was dazwischen kommen. Also, gut. Dann verabschiede ich mich für heute. Bis zum nächsten Mal. Euer Gamer und so.